Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Renz, das Thema der geschlechterbewussten pädagogischen Arbeit mit jungen Mädchen wurde vor nunmehr fast einem Jahr im Sozialausschuss auf die Tagesordnung gesetzt. Meine Fraktion hatte im Juli 2012 den Antrag auf Selbstbefassung gestellt. Ausgangspunkt war der Fachtag Jungen Welten, der am 13. Juni 2012 in Rostock stattfand, von der Evangelischen Jugend Mecklenburg, der Evangelischen Akademie Mecklenburg-Vorpommern, der Landesarbeitsgemeinschaft Jungen Männer Väter, der Genderfachstelle und dem Landesjugendring organisiert und durchgeführt wurde. Meine Fraktion war, wie bei solchen Fachtagungen üblich, ganztägig anwesend. Frau Gajek vertrat die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die anderen Fraktionen, Herr Renz, wie üblich, fehlten. Ein Ergebnis der Fachtagung war, dass trotz gesetzlicher Grundlagen und bestehender Konzepte auch in Mecklenburg-Vorpommern das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtersensibilität in der pädagogischen Arbeit mit Jungen und Mädchen teilweise noch ein Brief mit 7 Siegeln ist. Aus Unsicherheit, wie denn richtig mit dem Thema umgegangen werden könne und wie man Geschlechtergerechtigkeit richtig umsetzt, wird das so wichtige Thema leider teilweise sogar zum Tabu. Einige der Pädagoginnen und Pädagogen gaben sogar zu, dass sie dem Thema Geschlechtersensibilität in der Praxis notgedrungen ausweichen. Dabei hätten sie am liebsten einen offenen Umgang und eine tatsächliche zielführende und kontinuierliche Hilfestellung, wie geschlechterbewusste Pädagogik richtig angewandt werden kann. Angesichts dieser deutlich formulierten Handlungsbedarfe können wir nicht die Augen verschließen und sagen, es gibt ja schon genug. Ich fürchte, das wird eines der Argumente zur Ablehnung unseres Antrages sein. Es ist nämlich nicht so, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn das, was es an Konzepten gibt, betrifft nur Teilbereiche oder hat einfach nicht den gewünschten Effekt. Das war unter anderem Ergebnis der Fachtagung. Das muss auch so deutlich gesagt werden. Hier ist die Landesregierung in der Verantwortung, die Fachkräfte mit einer entsprechenden Handreichung zu unterstützen und zu begleiten. Im August 2012 haben wir die geschlechtersensible Arbeit mit Jungen und Mädchen im Sozialausschuss thematisiert. Die Sozialministerin war der Meinung, es gebe aus ihrer Sicht und in ihrem Kompetenzbereich schon Ausreichendes und verwies im Übrigen an das Bildungsministerium. Dies stellte schließlich nach etlichen Terminverschiebungen im Januar 2013 seine Sicht der Dinge dar. Fazit der Landesregierung in den Ausschussberatungen war, wir haben schon alles getan. Oder wie es hier so schön heißt, wir wissen schon alles. Es gibt keinen Handlungsbedarf, Punkt, aus, Ende. Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen das anders, denn es konnte nicht dargelegt werden, dass es ganzheitliche Orientierungshilfen für Menschen, die am Bildungs- und Erziehungsprozess beteiligt sind, gibt. Deshalb beantragen wir die Erarbeitung solcher Leitlinien für eine geschlechterbewusste Arbeit mit Jungen und natürlich auch mit Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern. Denn die Pädagoginnen und Pädagogen stehen in der Praxis weiterhin vor der Herausforderung, Geschlechtersensibilität anzuwenden. Und ich will nicht, da spreche ich natürlich auch für meine Fraktion, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen die Vorgehensweisen und Zusammenhänge für eine geschlechterbewusste Handlungsweise an den Haaren herbeiziehen müssen. Wir müssen ihnen die Grundlagen dafür geben. Heraus kommen dabei oftmals nämlich verheerende Verstärkungen von Geschlechterstereotypen. Allein aus falsch verstandener Geschlechtergerechtigkeit werden tradierte Rollenbilder weiter verstärkt. Hier muss lenkend eingegriffen werden, denn gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Eine geschlechterbewusste Arbeit mit jungen Mädchen erfordert nämlich zunächst auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle, mit den eigenen Vorstellungen, aber auch mit Vorurteilen. Das ist Voraussetzung dafür, die Entwicklung der Kinder so zu begleiten und zu fördern, dass Muster und Schablonen nicht angesetzt oder verstärkt werden und blinde Flecken und Scheuklappen überwunden werden können. Dazu gehört auch, dass sich der eigene Standpunkt in der Wahrnehmung der Geschlechterverhältnisse ändern kann. Es ist also auch ein Prozess, den die Fachkräfte durch Selbstreflexion gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einer geschlechterbewussten Pädagogik soll die Individualität der Kinder befördert werden. Mädchen und Jungen sollen sich von Stereotypen lösen können. Es sollen positive Bilder von Mädchen und jungen Frauen und Männern entwickelt werden, ressourcen- und stärkenorientiert. Es geht also um eine pädagogische Haltung und um das Wie. Und genau dazu sollen die Leitlinien dienen.
Eine geschlechterbewusste Arbeit mit Jungen sowie mit Mädchen ist wichtig, damit sie ihre Fähigkeiten und Neigungen entdecken können. Und da der Bildungsminister nachher reden will, wie ich in der Liste gesehen habe, wäre es schön, wenn er zuhört. Damit sie ihre Fähigkeiten und Neigungen entdecken können. Ohne dass sie von vorgegebenen Rollenmustern beeinflusst werden. Sie fördert die individuelle Entwicklung, erkennt und fördert Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen. Schwächen und Defizite werden abgebaut. Die Vielfältigkeit von jungen Mädchen wird erkannt und angenommen. Jungen und Mädchen muss ausreichend Freiraum zur eigenen Entwicklung gegeben werden. Sie sollen als entwicklungsfähige Persönlichkeiten erkannt, wertgeschätzt und gefördert werden. Jungenarbeit und Mädchenarbeit bedeutet auch, die Vielfalt innerhalb eines Geschlechts zu sehen, fernab von Rollenzuschreibungen. Geschlechtsbezogene Pädagogik kann sowohl in geschlechtshomogenen als auch in geschlechtergemischten Praxisfeldern wirksam werden. Leitlinien für eine geschlechterbewusste Arbeit mit Jungen und Mädchen sollen den Prozess der Sensibilisierung für das Thema und das richtige Umsetzen von Gender Mainstreaming befördern und unterstützen. Die Leitlinien für eine geschlechterbewusste Arbeit mit Jungen und Mädchen sollen Anregung, Empfehlung und Orientierungshilfe in der täglichen Arbeit sein. Sie sollen darüber hinaus allen am Bildungs- und Erziehungsprozess von Kindern Beteiligten zur Verfügung stehen, also auch den Eltern. Einen großen Bedarf an solchen Leitlinien sehen wir in der Kinder- und Jugendarbeit und auch in der frühkindlichen Bildung und Erziehung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Leitlinien für eine geschlechterbewusste Pädagogik bereits in Berlin, Bremen, Hamburg und Bayern. Und sie werden auch von den Fachkräften in Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich gewünscht. Im Entstehungsprozess der Leitlinien von Mecklenburg-Vorpommern ist es wichtig, alle relevanten Akteure mit einzubeziehen. In der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung der Leitlinien sollen unter anderem das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, der Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern, die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Landkreistag, der Städte- und Gemeindetag und der Landesfrauenrat mitwirken und mit dem Landesfrauenrat auch die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die Landesarbeitsgemeinschaft Jungen Männer Väter in Mecklenburg-Vorpommern und die Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und junge Frauen in Mecklenburg-Vorpommern. Die zu erarbeitenden Leitlinien sollen dem Landtag Ende Mai 2014 vorgelegt werden, also genau in einem Jahr. Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun sagen Sie mir bitte wieder nicht, es sei alles in Ordnung und die Regierung sei bereits auf dem richtigen Weg. Leider ist in unserem Land in dieser Frage fast nichts in Ordnung und auf dem richtigen Weg ist die Landesregierung noch lange nicht. Alle Betroffenen und alle Fachleute dieses Landes werden Ihnen das Gegenteil beweisen, wenn Sie etwas anderes behaupten sollen. Herzlichen Dank, ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Meine Damen und Herren, was den Fachkräften im Bildungs- und Erziehungsprozess grundsätzlich dabei hilft, Geschlechterbewusstsein zu entwickeln und in der Praxis richtig anzuwenden. Helfen können hier Leitlinien, die von einem Expertenteam erarbeitet und den Menschen, die am Bildungs- und Erziehungsprozess beteiligt sind, in die Hand gegeben werden. Das hat mein Kollege Peter Ritter in seiner Rede schon deutlich gemacht. Diese Leitlinien werden von den Fachkräften im Land gewünscht, meine Damen und Herren. Das war auch bereits erwähnt. Und es war Ergebnis einer Fachtagung. Und auch die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern zeigen, dass es richtig und sinnvoll ist, solche Leitlinien zu erarbeiten. Ich möchte kurz einen O-Ton von einer Hamburger Hochschuldozentin zu den Hamburger Leitlinien für Jugendpädagogik, die es seit 2010 dort gibt, zitieren. Sie sagte, ja, sie, Klammern auf, die Leitlinien, Klammern zu, werden angenommen und sind auch eine gute Orientierung für Pädagoginnen und Pädagogen. Es braucht viel Zeit, um sich mit der eigenen Sozialisation auseinanderzusetzen. Dies kann nur begrenzt in einer Fortbildung stattfinden. Denn wichtig ist ja, dass Rollenbilder in Frage gestellt werden und die Pädagoginnen und Pädagogen Geschlechterkompetenz erlernen. Zitat Ende. Auch in Berlin haben wir nachgefragt. Auch hier gibt es die Leitlinien für Mädchen und Jungen bereits seit dem Jahr 2004. Uns wurde mitgeteilt, dass die Arbeit mit den Leitlinien ständiges Thema ist, insbesondere vor Ort, so wie es sein soll, in den Berliner Bezirken.
Dort kam dann zurück, die Aktivitäten sind sehr vielfältig und umfassen auch die Bereiche Kultur und Sport. Es werden Fachtage durchgeführt und es gibt ständige Arbeitsgruppen. Es ist nicht so, dass es immer und überall gleichermaßen gut läuft, aber das Thema ist in jedem Fall präsent. Erheblichen Behandlungsbedarf gibt es zum Beispiel im Bereich Migration. Auch im Kita-Bereich wird das Thema bearbeitet. Zitat Ende. Und Frau Schwesig hat in ihrem Bericht zur geschlechtersensiblen Pädagogik in Mecklenburg-Vorpommern im Sozialausschuss im August 2012 betont, dass der geschlechtersensible Ansatz ein durchgängiges Leitprinzip bei der Verwirklichung der individuellen Bildung, Erziehung und Betreuung sei. Aber um dieses Leitprinzip verfolgen zu können, brauchen wir Leitlinien. Man gewann heute bei der Rede des Bildungsministers den Eindruck, dass nicht richtig bewusst ist, was solche Leitlinien sind. Es sind halt keine allgemeinen, starren, hölzernen Formulierungen in Gesetzen, worauf zu achten sei, sondern es sollen wirkliche, praxisnahe Anleitungen sein, wie man diesen Weg richtig und vor allem ganzheitlich beschreiten kann und wie man die bestehenden Gesetze umsetzen kann. Und da hilft es auch nicht, sich mit dem fadenscheinigen Argument der Entbürokratisierung herauszureden. Wir fordern nicht weitere Verordnungen oder Gesetze, sondern ganzheitliche und praktische Anleitungen, nicht nur im Bildungsbereich, sondern vor allen Dingen auch im Kinder- und Jugendbereich. Wie Gesetze umgesetzt werden können, für Leute sollte es sein, die halt keine Juristen sind. Und aus Angst, etwas falsch zu machen oder sich mit einem Halbwissen über Gender Mainstreaming zu outen, wird Gleichstellung oft gar nicht thematisiert. Kurzum, es findet keine Anwendung oder es wird falsch umgesetzt. So war ein Ergebnis einer Umfrage in Kinderbetreuungseinrichtungen durch die Genderfachstelle in Mecklenburg-Vorpommern, ob und wie die Pädagoginnen und Pädagogen dort den geschlechtersensiblen Ansätzen verfolgen, teilweise verheerend oder brachten sämtliche Defizite ans Tageslicht. Es wurde zum Beispiel behauptet, dass man sehr wohl darauf achte, wie mit Mädchen und Jungen umgegangen wird. Und dann wurde weiter ausgeführt, die Mädchen haben wir zur Vorbereitung des Essens eingeteilt und die Jungs haben wir zum Toben nach draußen ins Freie geschickt. Das ist ein Beispiel für völlig falsch verstandene Gleichstellungspädagogik. Pädagogen im Kita-Bereich. Die Antworten auf meine kleine Anfrage geschlechtsbewusste Jung- und Mädchenpädagogik vom 15. Januar 2013 geben die Sachverhalte und die derzeitige Situation in Mecklenburg-Vorpommern wieder, die auch im Ausschuss referiert wurden. Es gibt zum Beispiel die Bildungskonzeption für 0- bis 10-Jährige. Dort stehen jedoch an relativ wenigen Stellen Hinweise darauf, was erforderlich wäre, und es fehlen vor allen Dingen die Handlungsempfehlungen. Es gibt die Rahmenkonzeption, Berufe haben kein Geschlecht, beziehungsweise ist diese auf die Berufsorientierung fokussiert. Für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe konnte keine Grundlage genannt werden. Hier gibt es einen völlig weißen Raum, wie Frau Geig schon sagte. Fazit ist, in der bisherigen Auseinandersetzung mit dem Thema geschlechtsbewusste Pädagogik konnte nicht dargelegt werden, dass es in Mecklenburg-Vorpommern konkrete und ausreichende Empfehlungen und Orientierungshilfen zur Auseinandersetzung oder Anwendung einer geschlechtsbewussten Arbeit mit Jungen und Mädchen gibt, die praxisnah aufzeigen, wie eine Umsetzung erfolgen kann, ohne dass bestehende Rollenbilder noch verstärkt werden. Und eine Sache muss ich an dieser Stelle ebenfalls erwähnen. In der Sozialausschusssitzung im Januar 2013 konfrontierte uns die Sozialministerin mit einem bis dahin unbekannten Bericht, der die Forderung meiner Fraktion nach solchen Leitlinien angeblich überflüssig machen sollte. Die Berichterstattung der Ministerin im Sozialausschuss gab wieder und wurde auch auf mündliche Nachfrage noch bestätigt, dass solche Leitlinien bereits im Dezember erarbeitet wurden. Ein entsprechender Kabinettsbericht läge vor. Natürlich haben wir nachgehakt und uns den Kabinettsbericht zuschicken lassen. Und siehe da, es waren keine Leitlinien, sondern es waren lediglich die Widerspiegelung bestehender Konzeptionen und Gesetze, wie der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern sowie der Rahmenkonzeption Berufe haben kein Geschlecht. Das war also eine glatte Falschinformation. Damit wurden die Fraktionen, vor allem die antragstellende Linke im Ausschuss, bewusst getäuscht. Es ist schon verwunderlich, wie die Ministerin aus ihrem Verantwortungsbereich stiehlt. Und ich möchte nochmal auf die Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU für die 6. Legislaturperiode zurückkommen, die auch Herr Minister Brotkorb zitiert hat, Punkt 254. Leitprinzip und muss der Ausbildung und Fort- und Weiterbildung der Erzieher und Lehrberuf, des Erzieher-, Lehr- und pädagogischen Personals umgesetzt werden. Die Koalitionspartner werden sicherstellen, dass alle Bildungs- und Erziehungseinrichtungen die Chancengleichheit von Mädchen und Jungen
sowie Frauen und Männer auf sämtlichen Bildungsebenen stärken und zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft beitragen. Werden Sie also diesem Vorhaben gerecht und stimmen Sie dem Antrag meiner Fraktion für die Erarbeitung von Leitlinien für eine geschlechterbewusste Arbeit mit Jungen und Mädchen zu. Dankeschön.